Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute mal kein Let's Play, sondern wie versprochen, ich möchte euch zeigen, wie ihr das Spiel Across the Rhine auf Deutsch spielen könnt. Darum, ich habe euch schon ein bisschen was vorbereitet und zwar, wir gehen jetzt mal hier schnell ins Internet rein. Hier oben ist der Link, den ich in die Beschreibung einfügen werde, wo ihr denn das Spiel kostenlos vor allem downloaden könnt und in deutscher Sprache. Hier seht ihr ja Across the Rhine. Dann Sprache Deutsch und Downloadgröße 139 MB. Also das ist nicht die Welt. Das ist dauert jetzt von dem Server ein bisschen lange. Ich habe jetzt gedownloadet, müsste ich jetzt lügen, um die 40 Minuten. Ne? Normalerweise, ich habe eine 50.000er Leitung, da müsste ja eigentlich schnell gehen, aber irgendwie von den ihren Servern dauert es ein bisschen. Aber ist überhaupt kein Problem. Einfach runterladen und dann. Pff, entweder spielt er nebenbei irgendein Spiel oder keine Ahnung, macht er halt irgendwas. So, ihr seht ja auch, das Spiel ist von 95, also ist noch für die DOS-Version. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es gibt ja eine virtuelle DOS-Box, die ihr euch runterladen könnt und installieren, damit ihr andere Spiele spielen könnt, was seit halt von diesem Zeitraum jetzt sind. Das braucht ihr hier nicht, weil ihr seht selber, die DOS-Box ist integriert. Also, ihr braucht nichts weiter zu installieren. Ist alles schon da. Und dann haben wir natürlich Passwort zum Entpacken. Ganz wichtig, braucht man auch zum Entpacken von dieser heruntergeladenen Datei. Und wenn ihr das jetzt zum Beispiel, wenn ihr hier auf der Seite seid, ihr drückt einfach nur auf Uploaded hier auf die 1. Könnt mal draufklicken. Dann öffnet sich jetzt hier dieses Upload-Fenster. Ihr geht ganz normal auf Free Download. Wartet 30 Sekunden. Dann müsst ihr schnell ein paar Bildchen auswählen. Ihr wisst ja, ihr seid kein Roboter und so weiter. Und dann könnt ihr das downloaden. Das habe ich aber für euch schon vorbereitet. Und zwar hier. Das ist unsere Download-Datei, die wir hier dann bekommen. Machen hier unseren Rechtsklick und wie gesagt, ich würde es jetzt einfach mal hier entpacken lassen. So, dann müssen wir hier unser Passwort eingeben. Das wäre das hier. Kopiert einfach hier von der Internetseite raus. Kopieren, Rechtsklick, kopieren. Und fügt das Passwort hier ein und dann lasst das einfach ganz normal entpacken. So, dann haben wir die Datei hier unten. Da ich jetzt aber nicht weiß, weil der Spielsound ist nämlich schon verdammt laut beim Anfang. Ich lösche jetzt die mal wieder, weil ich habe nämlich das schon mal entpackt. Und zwar hier. Das tue ich jetzt mal schnell hier rein. Also nicht jetzt wundern. Ihr entpackt nochmal, ich habe es jetzt einfach nur mal gelöscht und habe meine entpackte Datei schon genommen, weil ich hier schon den Spielsound angepasst habe. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt neu starte, ob dann der Spielsound wieder laut ist, weil dann versteht er mich nämlich fast kaum. So, ihr öffnet jetzt die entpackte Datei und geht hier auf diese Startdatei und dann startet das Spiel nämlich ganz normal. So, es öffnet sich die DOS-Box. Und so seid ihr nämlich schon im Spiel drin. Also ihr seht, es ist sehr, sehr einfach. Und ihr könnt das Spiel jetzt natürlich auf Deutsch genießen. Was ich aber dazu sagen muss, was mir jetzt aufgefallen ist, weil ich habe ja die Steam-Version, also die englische, und halt die jetzt. Aber wenn wir jetzt vom Laden her gehen, also die deutsche Version hier lädt wirklich viel, viel länger. Jetzt erstmal Panzertruppen schnell auswählen. So, jetzt seht ihr ja selber, das ist ja wie in meinem Einführungsvideo, was ich euch gezeigt habe von Across the Rhine. Wir können jetzt hier ganz normal unseren Namen erstellen. Werde ich jetzt auch einfach mal schnell Lone Wolf hier eintippen. So, unser Profil ist hier. Könnt nochmal auswählen, als was ihr spielen wollt. Unteroffizier. Wir machen jetzt einfach mal Unteroffizier, ist ja scheißegal. Was mir natürlich jetzt auffällt, das habe ich vorher überhaupt nicht gesehen. Bei der Steam-Version ist hier ein anderes Zeichen drin. Jeder weiß, was ich meine. Hier haben wir das Eiserne Kreuz. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Version geschnitten ist und dass ihr auch bei euren Orden, wenn wir jetzt hier draufklicken, habt ihr hier dann eure Orden drin? Ich glaube, dass dann auch das gewisse Symbol nicht vorhanden ist. Vielleicht auch nur ersetzt durch das Eiserne Kreuz. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel, wie gesagt, nur mal durch Zufall jetzt gefunden, habe es installiert und damit dann aufgefallen ist, dass es einfach ein bisschen länger zum Laden dauert und so weiter.
Habe ich es auch wieder deinstalliert. Ist jetzt nur für euch, dass ich das zeigen kann, für die, wo das wirklich jetzt auf Deutsch spielen wollen. So, wir gehen ganz normal auf Spiel beginnen. So, ihr seht, wir sind im Hauptmenü. Unternehmen, Dienstplan, Gefecht, Gestalten und so weiter. Alles auf Deutsch. Wir machen jetzt einfach mal ein Gefecht. So, habt ihr hier schon gesehen, dass es länger dauert beim Laden? Und hier habt ihr jetzt die ganzen Gefechte. Ihr seht selber Panzer im Nebel. Ringlingen, ein Ausgeh, wo. Okay, da fällt halt jetzt ein bisschen was, weil die die deutsche Übersetzung ist hier immer ein bisschen länger wie eine amerikanische, sagen wir jetzt mal, Schreibweise. Die Ami-Schreibweise ist immer kürzer wie eine deutsche. So, The Rock of Morton. Umkämpftes Aachen. Ist egal, wir wählen jetzt einfach mal die schnell aus. Gehen mal schnell hier rein ins Spiel. So, Treibstoff, Munition, Moral, Aufklärung, Erfahrung des Gegners. Wieso jetzt hier steht, nicht möglich, ist natürlich jetzt eine sehr gute Frage. Müssen wir hier draufklicken. Möglich, okay. Also, es lässt sich auf jeden Fall alles schön auswählen. Das ist ja die Realitätsstufe vom Spiel. Wollt ihr Munitionsverbrauch, Treibstoffverbrauch und so weiter, Unterstützung, eigene Erfahrung? Ich habe jetzt hier überhaupt nichts verändert, habe ich bei meinem ein Video nämlich auch nicht gemacht. Daten des deutschen Bataillons. So. In der Steam-Version wären wir nämlich jetzt schon drin. Ja? Und hier ladet es und lädt, lädt, lädt. Jetzt kommt es mal langsam. So. Okay. Also ihr seht schon, das lädt auf jeden Fall länger. Wir können jetzt ganz normal unsere Einheiten hier verstellen, wie in der Steam-Version. Ihr könnt also eure ganzen Einheiten hier aufstellen. So, wie ihr halt jetzt wollt. Klickt einfach hier drüben an. Habt ihr ja auch Volksgrenadiere und so weiter. Also es ändert sich im Spiel überhaupt nichts. Aber wie gesagt, ich gehe wirklich davon aus. Auf die Fahnen erkennt man es auch nicht, erkennt man auf der Steam-Version auch nicht. Bei den Orten wird man es halt dann sehen. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt auch bei dem Statistikbrief hier schon gesehen, dass in dem Adler was anders drin ist als das Eiserne Kreuz. So, wir lassen jetzt die Aufstellung mal so, ist ja vollkommen egal. Wir gehen jetzt mal auf Gefecht und Gefecht beginnen. Jetzt müsste man nicht wieder in den Ladebildschirm reinkommen. Genau, hier sind wir im Ladebildschirm. Und jetzt seht ihr ja schon, jetzt kreiert er das Schlachtfeld bei der Steam-Version, also bei der englischen Version, was jetzt nicht so bearbeitet ist, wären wir, glaube ich, jetzt schon im Gefecht. Und hier sind wir jetzt gerade mal bei der Hälfte. Wenn es natürlich nicht stört, dass er mal ein bisschen warten muss, ist es ja überhaupt kein Problem. Mir war es dann ein bisschen zu lange. So. Wir sind im Gefecht. Tun wir mal, können wir das jetzt hier gar nicht verschieben? Ah, jetzt geht's. Also ihr seht, das lädt halt alles ein bisschen lang und ich finde halt einfach, dass die Steam-Version viel flüssiger läuft. So. Können schießen, können unseren Turm verstellen, aber ihr seht, es geht alles schon ein bisschen hackelig. Mal schauen, ob wir die Karte hier auch größer bekommen. Ja, geht größer, aber dauert halt seine Zeit. So, jetzt können wir ganz normal unsere Einheit hier anklicken. Unter Beschuss! Führungskompanie meldet Verluste! Führungskompanie, zweite Sektion, meldet Verluste! So, ihr seht aber jetzt auch hier, dass die deutschen Einheiten hier Deutsch sprechen. In der Steam-Version ist es nur so, wenn wir befördert werden oder wenn wir unseren Rang auswählen, dass hier Deutsch gesprochen wird. Der Rest ist aber auch auf Englisch. Hier haben wir halt wirklich alles auf Deutsch. Und wenn wir jetzt hier auf Befehle gehen, ihr seht es auch, Sturmangriff, anhaltender Angriff. Also es ist wirklich komplett alles auf Deutsch. Und das ist ja das, was ich euch zeigen will.
dass wirklich komplett alles auf Deutsch ist, damit ihr nicht denkt, ich erzähle euch hier irgendeinen Scheiß. Und wenn ihr aber jetzt zum Beispiel denkt, ja, das läuft wirklich nicht flüssig und es dauert auch verdammt lang, dann könnt ihr es ja zum Beispiel jetzt auch so machen. Tun wir das hier runter. Ihr Unter Beschuss. schreibt euch das hier Führungskompanie komplett meldet ab. schwere Verluste. Dann startet ihr zum Beispiel die Steam-Version. Die kostet aber halt dafür ein bisschen was im Steam-Sale, ich glaube 1 Euro. Und dann könnt ihr das ja zum Vergleich dann von der Steam-Version abschreiben und schreibt dahinter, Assault ist gleich Sturmangriff, wie das halt alles gemeint ist, damit ihr euch halt leichter hier zurechtfindet. So, das war's Unter erstmal für Beschuss. heute. Ihr wisst Bescheid, wo ihr das Spiel bekommt. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch helfen. Und wenn ihr Fragen habt, mit irgendwas nicht zurechtkommt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich helfe euch gerne. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Let's Play oder vielleicht wieder irgendein Führungskompanie, Hilfevideo Eisen. wieder. Euch noch einen schönen Tag. Macht's es gut. Tschüss.